Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Die Käthe hier wieder, eure Handarbeitstrolli. Ja, heute mal wieder mit einem Wippen-Chat. Und zwar habe ich hier aufgebaut ein Türkranz. Und zwar, ja, herbstlich Motiv, siehst du ja selber. von der Firma FG Normal. Dazu wird es auch noch ein Video geben. Genau, bevor das aber rauskommt, muss ich unbedingt das hier einmal abdrehen. Und zwar, worum soll es heute gehen? Es soll heute darum gehen, um Lizenzierung, wie erkenne ich gestohlene Kunst bzw. Charaktere, was für günstige Anbieter, gibt es, wie ist mein Umgang damit und wie kann ich auch günstig innerhalb Deutschland bestellen? Zuallererst, bevor ich hier quasi die Liste abarbeite, sei nochmal gesagt, ich möchte hier niemanden bevormunden oder irgendwelche, ja, schlafenden Geister wecken. Ich bin nicht die Lizenzpolizei. Ich will hier lediglich darüber sprechen, wie ich damit umgehe, weil ja, es kann man anfragen. Und natürlich ist auch mir nicht das Geld an den Arsch gebacken. Und auch ich bestelle gerne in günstigen Shops. Ne? Jeder freut sich, wenn er günstig was bekommt. Die Actionbilder zum Beispiel, die ich euch gezeigt habe. Tolle Bilder zu günstigem Preis. Und ja, also bitte, niemand soll sich hier auf den Schlips getreten fühlen. Es ist allein meine Meinung und ja, ne? Jeder macht letzten Endes das, was er für sich für richtig hält und ich mache das, was ich für richtig halte und das, ja, möchte ich euch heute einmal näher bringen. Genau. Wieder natürlich mein Stift hier von der Firma C'est Plus Beau à Tour. Mein wunderschöner Holzstift. Ich liebe ihn. Genau. Ja, also. Lizenzierung. Wir alle wissen, dass wir in Deutschland ein Lizenzrecht haben. Auch da der Hinweis, ich bin kein Anwalt. Ja, wer richtig tiefgehende Infos wissen, ja, für sich haben möchte, dem sei der Rat oder ans Herz gelegt, einmal den Anwalt dazu zu befragen, wenn man sich in irgendwelchen Sachen unsicher ist. So. Für mich selber, wenn ich jetzt gucke, wenn ich jetzt was bestelle, checke ich immer, okay, liegt hinter irgendeinem Bild oder hinter irgendeinem Charakter, der auf einem Bild dargestellt ist, eine Lizenzierung. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich habe Verantwortung für euch und natürlich auch für mich. Als Content Creator kann ich nicht einfach dahergehen und alles in die Welt plauzen, ja, sondern habe natürlich auch Verantwortung für euch. Deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, okay, liegt irgendwo ein Künstler dahinter oder nicht. Angenommen, es liegt irgendwo ein Künstler hinter einem Bild, was ich euch vorstelle. So.
Jetzt kommt ihr daher. Einmal habe ich dann Kunst gestohlen und ihr freut euch, oh ja, das gefällt mir auch, besorge ich mir, zack, gekauft, irgendwo noch rumgezeigt. Jetzt findet der Künstler das raus und sagt, hä? Moment schon mal, hau schon mal. Das geht so nicht, ne? Im besten Falle passiert Folgendes, und das passiert eigentlich meistens bloß, dass der Künstler sagt, hey, dieses Bild, was du jetzt gerade gezeigt hast, oder in meinem Fall dieses Video, das löschst du bitte, weil ich wurde dafür nicht bezahlt. So völlig legitim. Ich finde das auch völlig gerecht, weil ich möchte auch nicht zur Arbeit gehen oder du möchtest nicht zur Arbeit gehen und jemand anders wird dafür bezahlt. Und letzten Endes, diese Künstler leben von dem Einnahmen. Na? Und das ist ganz wichtig, dass da, das habe ich schon öfter erwähnt, dass der Künstler da halt bezahlt wird. So. Genau. Also auch jeder, der einfach bloß ein Bild irgendwo hinpostet, sei das eine Homepage, ein Blog, auf Instagram, Facebook und Co. Es gibt ja so viele soziale Medien mittlerweile. Da komme selbst ich nicht mehr mit. Sorry. Bin ich wahrscheinlich zu alt für. Jo. Auf jeden Fall. Jetzt angenommen, jemand fragt euch, wo hast du denn das her? Und dann heißt es, ja, hier, kick mal die Käthe, die ist schuld. Dann kriegt natürlich auch noch eins auf den Deckel. Und ihr trotz allem gleich mit. Von daher versuche ich das natürlich ja nicht erst so weit kommen zu lassen. Und alles, was ich an Bildern auf den günstig oder auf diesen, naja, meistens sind es halt China-Seiten, sauber. Schieben wir mal in eine Schublade, möchte ich eigentlich nicht. Kommt natürlich auch aus anderen Ländern. Ja, check ich halt, liegt da eine Lizenz vor? Genau. Bei einigen sieht man es sofort, weiß man sofort, keine Ahnung, ist Künstler XY. Und oder zum Beispiel Disney-Charaktere. Wir sind zum Beispiel große Marvel-Fans. Und auch da, ich werde mir kein Bild mit einem Marvel-Charakter holen. Würde ich zwar gerne, aber was ist denn hier los? Sitzt hier alles schief. Aber ja, da steht halt einfach die Lizenz dahinter und die kann ich nicht einfach so übergehen. Ja. Ein Tempolimit kann ich zwar auch übergehen, muss dafür aber gegebenenfalls dann eben auch, wenn ich erwischt werde, Strafe bezahlen. Und auch das ist völlig legitim. Die Sätze gibt es ja nicht umsonst. Also der nur mal zwischendurch, der Kleber hier ist wirklich mega stark. Ja. Wie checke ich denn das überhaupt? Ich hatte ja irgendwann schon mal in einem VIP-Chat erwähnt, mir bleibt eigentlich nur größtenteils mein Handy. An einem Handy das zu checken ist etwas schwieriger oder zeitaufwendiger. Und zwar mache ich das da folgendermaßen, wenn ich auf eine Seite gehe, lasse mir das Bild als Bild anzeigen, also nicht als Mockup, also Vorschau, wie sieht es denn aus mit Steinchen, sondern richtig das Bild halt. Dann gehe ich da, lasse den Finger da länger drauf und dann tut sich da was auf. Theoretisch. Und dann steht da so eine schöne Sache von wegen Google Lens. Google Lens soll da mal rüber gucken. Ja, da klicke ich drauf und dann scrolle ich ganz nach unten und dann kommt man auf die, weiß gar nicht, Paint.de, bin ich hier, bis wohin bin ich denn überhaupt im Bilde? Na doch. Aber ich werde mal so machen.
Genau, dann steht da unten mit Google-Bilder abgleichen oder gucken halt. Genau. Da gehe ich drauf. Und dann suche ich halt bei dem Bild, okay, steht da irgendwo, was weiß ich, dieses und jenes Bild von Künstler XY. Bienchenwachs von der lieben Heidi in Zuckerwatte. Tada. Auch mal so nebenbei. Ganz wichtig, das, was ich jetzt abkratze, das wird richtig so reingestumpt. Und dann bleibt nämlich auch nicht so viel Wachs dann mehr an den Steinchen dann kleben. So, kleiner Tipp zwischendurch. Genau. Ja, also per Google Bilder, also erst über Google Lens, dann über Google Bilder und dann werden halt die Anzeigen einmal durchgeguckt. Ja, ich gebe zu, das ist zeitaufwendig und nicht jeder möchte das und auch nicht jeder hat die Zeit dazu oder ja, was auch immer. Auch hier, ja, euer Ding. Ich werde da nicht hergehen, auch wenn ich andere, wenn ich Bilder sehe, wo ich weiß, okay, ja, schwierig. Ich weiß, welcher Künstler dahinter steht. Dann werde ich das bestimmt nicht irgendwo jemanden verpetzen. Nö, will ich nicht. Will ich nicht. Letzten Endes wollen wir alle glücklich miteinander unser Hobby betreiben. Und ich denke, dass viele das wissen. Wie, wo, was am Markt so los ist und wie es um Lizenzen und so weiter bestellt ist. Und jeder entscheidet für sich selber. Genau. Ja. Am Laptop oder PC geht das natürlich einfacher. Da kann man direkt auf die Webseite, macht Rechtsklick auf das Bild und dann steht da schon gleich gucken mit Google Bilder gucken, also quasi eine Rückwärtssuche. Und dann, ja. Findet man eigentlich die besseren Treffer als über Handy Musik zu nehmen? Genau. Daher auch die Bitte, bitte, bitte an euch. Wenn ich in einem Video ein Bild zeige, was ich zwar gecheckt habe, weil ich check sie alle, aber auch natürlich mir, ist ja logisch, jeder, nicht jeder ist perfekt. Und ich schon ja nicht. Und wenn ich das übersehen habe und da steht jemand dahinter und ihr wisst es, möchte ich euch bitten, sagt es mir. Weil dementsprechend kann ich dann das Video bearbeiten. Möchte natürlich, möchte ich nicht alle drunter nehmen, aber ich kann dann eben das entweder dann rausschneiden oder Filter drüber legen, wie auch immer. Ja. Um halt, wie gesagt, euch da auch zu schützen. Genau. Ja. Da kommen wir auch schon gleich. Thema Schutz und so weiter. Zum nächsten Thema. Wie werde ich mit den ganzen Sachen umgehen? Weil, ja, ich habe Anfragen bekommen. Sachen vorzustellen und ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe auf die E-Mails dann folgendermaßen geantwortet, dass ich gesagt habe, ja, pass auf, ich lebe nun mal in Deutschland und wir haben hier halt einfach andere Gesetze. In China kennen die sowas nicht, die haben kein Lizenzgesetz. Da heißt es, der erste Mal zuerst. Ja, wenn du eine Idee bist, musst du halt einfach hast, musst du halt einfach schnell am Markt sein. Fertig aus.
Und dann kopieren andere das Ganze und ja, das ist halt so. Und so gehen sie damit dort um, weil sie das vielleicht auch nicht wissen oder vielleicht auch nicht wissen wollen, aber das ist Spekulation, das darf ich nicht machen. Genau, also ich sag denen auch schon mal zu. Wir haben da Gesetze. Und ich muss meinen Leuten das sagen. Ich kann mir hier Sachen aussuchen, wenn du möchtest, wenn ich dir zeige, vorstelle. Die halt einfach lizenzfrei sind. Das kann ich meinen Leuten vorstellen. Meinen lieben Leuten. Der ist ja weg. Der Kleine. Scheiße. So. Kann den nicht vorstellen. Ich muss sie aber auch darauf hinweisen, dass in dem Shop ja, gestohlene Kunst. Die hat sich immer so blöd an, gestohlene Kunst. Das wird ja irgendein großer Raub stattfinden. Ja, dass halt einfach Bilder dort verkauft werden, wo eine Lizenz dahinter steht. Und ich muss meine Leute darauf aufmerksam machen und sagen, hey, horch mal, hier müsstet ihr gucken. Weil nicht alles lizenzfrei ist. Jo, und wenn sie dann sagen, okay, ja, kein Problem, kannst du alle machen, dann werde ich dazu machen. Also ich möchte, bin eigentlich nicht der totale Gegner, weil wie gesagt, mir ist jetzt nicht an den Arsch gebacken und es gibt viele, denen geht es halt genauso, die lieben dieses Hobby und ja, hat halt keiner einen Goldesel im Keller, ne? Und auch für mich wird es jetzt in nächster Zeit zum Beispiel keine Diamond Art Club Bilder mehr geben, weil ja, wo soll das herkommen, ne? Muss ich ein bisschen Rasen mähen bei den ganzen Nachbarn, um da wieder was zusammenzukriegen. Ja. Hat mich natürlich ärgert, weil die bringen hier jede Woche so schöne Sachen raus, ey. Oh. Naja, was nicht ist, ist nicht. Aber was man machen kann, kann man hier machen. Auch im günstigen Bereich. Genau. Jedenfalls, ich werde mich da verhalten wie die Schweiz. Ich nehme den Weg in der Mitte. Ich möchte nicht alles verteufeln. Und sagen, nee, geht gar nicht, will ich gar nichts mehr zu tun haben. Ich möchte darauf aufmerksam machen. Und jo. Genau. Und euch auch darauf aufmerksam machen. Bloß, dass ihr schon mal gewarnt seid, Na, früher morgen. Obwohl, einen Kaffee hatte ich eigentlich schon. Ja, dass ihr halt einfach darauf vorbereitet seid, okay, diesen Content wird es bei mir geben, es werden günstige Sachen kommen, aber eben mit Ansage beziehungsweise gecheckt und auch nochmal mit der Bitte, sollte ich es vergessen, am Anfang des Videos zu erwähnen, mich darauf aufmerksam zu machen, wenn ihr etwas seht, was nicht in Ordnung ist, dann bitte mich darauf aufmerksam zu machen. Ja. Genau. So, dann hatte ich erwähnt, okay, nicht jeder mag jetzt in diesen Seiten, auf diesen Seiten bestellen, muss natürlich auf sein Budget achten, aber möchte eben nicht diese
Ja, ich sag mal, durchschnittsmäßig sind es so 2 Wochen Lieferzeit. Ist eigentlich schon schnell, geht auch manchmal. Wer bei AliExpress auch schon mal bestellt hat, der weiß, das kann auch mal gut und gerne einen Monat oder noch länger dauern. Kann man natürlich auch günstig in Deutschland bestellen. Und auch da zum Beispiel, ich finde jetzt auch Diamond Painting Deutschland nicht teuer. Wenn ich das mit der die Qualität einfach gegenüberstelle. Na, dafür, dass da lizenzierte Bilder verkauft werden. Und eine Top-Qualität da ist, finde ich das nicht, ja, übertrieben, sondern eigentlich sehr günstig kalkuliert, muss ich sagen. Ja, aber zum Beispiel kann man machen. Du kannst bei Amazon bestellen. Wie? Schon. Und zwar gibt es ja bei Amazon diese Filtereinstellung. Da gehst du drauf. Also für diejenigen, die jetzt nicht 2 Monate oder noch länger, ja, 2 Monate, Blödsinn, 2 Wochen oder länger warten möchten. Ganz kurzen Moment, ich will mal eben die Steinchen zurückschütten in die Tüte. Wenn wir erstmal hier zu Ende Kraft machen, ich weitermache. Und ja, hier sind noch Haars, aber den kleinen Scheißer hier, den hebe ich mir ganz zum Schluss auf. Das Beste zum Schluss, wie früher beim Essen. genau, also du gehst auf Amazon, auf die Filtereinstellungen und da kannst du einstellen, okay, es soll von Amazon verschickt werden. Und dann kannst du noch weiter filtern und zwar, dass es innerhalb Deutschland verschickt wird. Heißt, dann ist es in irgendeinem Amazon-Lager vorhanden und wird innerhalb kürzester Zeit zu dir geschickt. Und auch da der Hinweis, ja, bei Amazon muss man halt einfach gucken, was ist lizenzfrei und wo liegt eine Lizenz drauf. Oder du hast genauso eine Option bei eBay. Da gibt es auch diese Filtereinstellung. Oder du bist vielleicht bei eBay, egal ob jetzt Kleinanzeigen oder das Großformat. Bei Facebook, Marketplace zum Beispiel. Kannst du das auch? Kannst ja deine Region einstellen. Ja, und dann wird dir halt Sachen aus deiner Region, beziehungsweise kannst du noch weiter filtern, dass du das genauso wie eben schon bei Amazon einstellst. Das heißt natürlich in jedem Shop irgendwie anders. Ich werde es dir einblenden, weil ich habe es jetzt. Ist aus dem Kopf raus, diese Einstellung. Jo. Das kann man machen, entweder halt von Firmen oder einige verkaufen zum Beispiel privat ihre Bildchen. Wird auch einige hier sehen, die Actionbilder bei Facebook verkaufen. So.
Und so kommt man halt auch günstig an Bilder direkt in Deutschland. Oder diverse seit jetzt Facebook-Gruppen oder irgendwelche andere Community-Gruppen, wo du eben zum Beispiel tauschen kannst oder auch günstig angeboten wird. Immer unter dem Aspekt natürlich zu gucken, sich rückzuversichern. Weil wie heißt der schöne Spruch? Dummheit schützt vor Schaden nicht. Bei Dummheit ist ja ein starkes Wort, ne? Unwissenheit klingt auch nicht besser. Aber ja. Genau. Also, wer bis hier noch wach ist, kurz nochmal zusammengefasst. Ja, es wird Videos geben. Von günstigen Anbietern, Unboxings, natürlich auch Reviews dann. Wie gesagt, das hier habe ich bei FG Normal bestellt. Ich habe auch ein Paketchen bei JBFKI bestellt. Das alles schon abgedreht und wartet quasi in den Startlöchern. Aber ich brauchte halt einfach die Zeit und die Ruhe, hier dieses Video zu machen. Und das hat man halt nicht immer. Also es wird es geben, immer mit der Bitte, mich zu korrigieren, wenn ihr euch was auffällt. Und von meiner Seite natürlich aus gecheckt, um euch zu schützen. Falls ihr Fragen habt, ich die euch beantworten kann, bitte schreibt sie mir unten in die Kommentare. Weil manchmal hier, wenn man paintet und dabei redet, das ist nicht, also ist nach wie vor nicht ganz so einfach. Ich habe mir auch extra einen Spickzettel gemacht, dass ich weiß, über was möchte ich denn reden. Ja. Auf jeden Fall ist mir bei meinen letzten Videos immer aufgefallen, ich sage sehr viel L. Wo ich natürlich auch dran arbeiten muss. Also, hiermit würdet ihr eben zack, bumm. So sieht's aus. Da halte ich es, wie gesagt, wie meine Vorfahren aus der Schweiz. Mit ich durch. Wir bleiben neutral. Ja. Ansonsten, wie geht's euch, meine Lieben? Ist immer schön, wenn ich euch in den Kommentaren lese und ihr kommentiert sehr fleißig. Ich freue mir im Butterbrot. Oh, heute früh gab es lecker, also quasi gerade eben. Wir haben ja noch früh am Morgen. Mal gerade gucken, ob wir hier überhaupt noch aufnehmen. Ja, doch. Ist ja auch schon öfter mal passiert, dass mich mein Handy hier rausgeschmissen hat. Ja, Bäcker. Habe ich mir ein lecker Brötchen. Brötchen. Ja, Brötchen habe ich auch gekauft, aber ein geiles Kastenweißbrot gekauft. Und als ich zu Hause ankam, dachte ich, oh mein Gott, das ist noch warm. Eigentlich wollte ich was anderes essen, aber dann habe ich mich kurz dazu entschlossen. Nee. Nee.
mit Brot kannst du ja wohl nicht einfach so ignorieren. Das geht gar nicht. Lecker mit Kräuter, Quark. Hammer. Und wir haben hier einen Mega-Bäcker, ne? Ey. Was habe ich denn alles geholt? Ich habe ein Kassenweißbrot, ich habe Brötchen geholt und ich habe zum Kaffee so eine mit Vanillepudding gefüllten Krabbel-Pfannkuchen Berliner, je nachdem in welcher Region ihr lebt, wie das bei euch so heißt. Ich habe ja eine Zeit lang in Hessen gearbeitet, waren es halt immer die Deutschen. War der falsche Dialekt, ich weiß. Da bist du mit 4 Euro dabei. Ja. Ich habe 3 verschiedene, also keine normalen, sondern Käsebrötchen und Körnerbrötchen, 3 Brötchen, das Kassenweißbrot und 2 so eine Dinger da gekauft. Ja, 3,90 Euro. Sagst du nicht, wa? Mega günstig. Wir haben auch noch einen anderen, so einen großen. Hier, da kaufst du 2 Brötchen und bist arm. Ja. Hat durchaus Vorteile. Doof zu leben, Kleinstadt, wie auch immer. Nein, wir sind eine Kleinstadt, wir haben Stadträte. Ja, jedenfalls ist das voll lecker, ey. Frischer Kaffee, moah. Yeah. So kann man den Tag starten. Das macht sich hier auch sehr gut. Ich bin nämlich heute auf meiner Staffelei unterwegs. Weil dieser Kranz, mal gucken, ob ich das so zeigen kann. Das, hier ist der Druck, nämlich hinten drauf. Und dann hast du das Problem, wenn du die nicht zentral von vorne setzt, siehst du, dann guckt ihr überall hin, seitlich da, guckt ihr das seitlich durch. Ja, genau. So sieht es aus, meine Lieben. Ich fussel hier noch weiter vor mich hin. Wie gesagt, solltet ihr noch Fragen dazu haben und auch am Ende nochmal der Hinweis, ich bin keine Lizenzpolizei. Und ich werde bei Kim den Zeigefinger erheben. Ja, das mache ich auch nicht, wenn ich irgendwo mal nachfrage. Hoch, das ist ja lustig, wo hast du denn das her? Und dann im Nachgang fällt mir was auf. Da wird nichts kommen von mir. Also, ja, jeder macht seins. Und was ich halt so machen kann, sind die Künstler anzufragen, hey, habt ihr mit dem Job, weil da gibt doch einige ganz dreiste, also das sind jetzt nicht die, die kommen werden, aber es gibt doch einige ganz dreiste Firmen, die dann daher, sich da herstellen und dann sagen, jo, wir haben lizenzierte Artwork und am Ende kommt raus, nee, eine große Fresse hatten sie, habt auch mehr nicht. Genau, also wie gesagt, es soll sich hier keiner auf den Schlips getreten fühlen. Und ja. Genau. So sieht es aus. Wir wollen uns ja alle lieb haben. Und dieses wunderschöne Hobby genießen.
Produkte zeigen von anderen Firmen. Das soll jetzt auch nicht, also soll jetzt hier auch keiner, wie soll man das blöd gerade rüberbringen? Also ich möchte auch keinen irgendwo, ja, wie soll ich das sagen, neidisch machen, das ist das falsche Wort, also oder der falsche Ausdruck, aber na, immer mit den Diamond Art Clubs, also ich weiß, das kann nicht jeder und wie gesagt, also für mich ist jetzt auch Feierabend und es mag auch nicht jeder Diamond Art Club zum Beispiel, dieses Rendering, mir gefällt es zum Beispiel total gut und andere finden es total scheiße und ja, das ist aber okay. Zum Glück haben wir alle einen anderen Geschmack. Ey, stell dir mal vor, wir hätten alle den gleichen Geschmack. Der wäre ja bescheuert. Ja. Und dass ich dann auch solche Sachen zeige. Wie gesagt, das ist jetzt selbst gekauft, aber auch wenn jetzt Sachen von Firmen kommen, um die euch vorzustellen, dann ist das nicht, weil ja, ich will jetzt hier kostenfrei irgendwelche Sachen abstauben, sondern einfach, um euch die Qualität zu zeigen, weil auch für einige sind 4 Euro für ein Bild oder 5 Euro für ein Bild eine Menge Holz. Ja? Und dann ärgerst du dich einfach am Ende. Boah, jetzt hast du 5 Euro ausgegeben und das ist die totale Scheiße, kann ich wegschmeißen. Hätte ich mir was Vernünftiges für kaufen können. Ja, also das gibt es ja auch. Also, und ich weiß es auch, ich habe selber, war selber immer in der Situation, dass ich Sozialhilfe beantragen musste. Und wie es wieder ist, wenn du halt jeden Cent zweimal umdrehen musst. Ja. Beziehungsweise wird das ja so oder so, ob der jetzt in der arbeitenden Bevölkerung ja eh immer mehr kommt. Wenn alle Preise angehoben werden, du aber trotzdem noch den gleichen Lohn hast, dann wird das irgendwann auch alles immer schwieriger. Ja? Und da geht es halt einfach darum, dass ihr euch das aus der Ferne schon angucken könnt, wie sieht das aus, wie, klar kann ich euch nicht, kann euch versuchen rüberzubringen, wie es sich anfühlt, aber dass ihr schon mal seht, okay, im Video bewegt sich irgendwas so und so oder Fotos sieht immer alle toll aus, ne, die stellen natürlich keine Fotos drin, die scheiße aussehen, das ist ja logisch, ne, und so könnt ihr halt immer eins zu eins sehen, okay, alles klar, so sieht's aus. Ist es mir das wert oder nicht? Ja, gut. Hier noch gepredigt. Nein, mache ich nicht. Meine Lieben, Fragen? Da. Herzchen. Ich kann das gar nicht. Herzchen. Oh, warte, hier, Herzchen. Ja, auch gerne und gerne zurück. Und ja, bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich. Und Hörner aufrecht. Hab ich, glaube ich, in einem Video vergessen. Meine Freunde, Gott, das ist ja so ist das, wenn man alt wird. Bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich und wir sehen uns bald im nächsten Video. Tschüssi!